ja, weil es gerade nicht so gut ist. Ich denke, jetzt, wo ich gerade zu Leuten fahre, habe ich gerade Zeit, euch zu begrüßen. Und da die Prüfung schon morgen um 8 Uhr anfängt, bin ich jetzt am 4. vor 6 Uhr schon unterwegs. Ich steige auf die Hohle. Dann tun wir den Lemmy einflechten, ihn parat machen. Eingeladen, alle Sachen, die ich schon gestern habe. So, dass wir heute wirklich nur noch den Lemmy einladen können und dann fahren. Heute leiten wir eine Freibeprüfung, Stufe FM3. Sprich, zuerst ist Stufe FM1 dran, dann FM2 und dann erst FM3. Aber Barker schauen ist halt vor der FM1-Prüfung. Und ja, das heisst, wir müssen etwa 4 vor 8 Uhr dort sein, dass ich die Barker anschauen kann. Dann starten wir eben alle zusammen dort. Aber dann erst mit etwa Startnummer 74, sprich, nachher haben wir eigentlich gute Zeit für noch den Barker noch mal durchzugehen, noch ein paar zu schauen und dann den Lemmy parat zu machen. Ich wünsche euch ganz viel Spass im heutigen Video. Ich denke, da ich euch beim Baratmachen nicht so viel mitnehmen konnte, zeige ich euch hier so ein paar Impressionen vom Barker und erkläre euch, was ich mir dabei gedacht habe. Also, ich war ja im Freibeispringen. Stufe 1 ist für 4- und 5-jährige Freibarker 70 cm hoch. Auf dieser Stufe habe ich auch Barker schauen, weil es ja am Anfang ist von allen drei Prüfungen. Und Stufe 2 ist dann ab 6-jährig und bis 60 Windpunkte und 80 cm. Und Stufe 3 ist dann für 7-jährige Ältere halt ab 61 Windpunkte, aber man darf schon vorher rauf, was ich auch gemacht habe, dann über 90 cm. Ich finde es irgendwie noch angenehm, so tief zu schauen, weil 90 ist gleich auch. Ja, es ist halt anders hoch. Man denkt sich, nein, nein, das ist so hoch, da kann ich doch nicht vor durch und so, aber ich habe nach dem Barker geschaut und habe mir eigentlich überlegt, dass ich, es ist eh auf weite Wege gestellt war, dass ich wirklich schön alles durchgaloppiere und einfach dort, wo es wirklich gäbig geht, auch vorne durchgegangen. Das haben aber dann eigentlich auch alle gemacht. Also eigentlich sind alle 6 Startenden vom FM3 ungefähr am gleichen Ort durch. Und gleich, da der Lemmy mittlerweile doch recht gut vorwärts geht, haben wir dann auch eine der schnelleren Zeiten gehabt. Aber ich wollte nicht so extrem kehren und irgendetwas riskieren. Zum Beispiel auf dem Doppel bin ich etwas weiter gegangen, weil wir ja immer noch ein Problem haben. Und dann ist er ja auch schön durchgesprungen. Jetzt kommen wir auch schon zum ersten Umgang. Wir waren die Startnummer 1. Sprich, wir sind schon rein, wo sie noch am Aufstellen waren. Und ich dachte, sie sind jetzt fertig und dann bin ich. Dann haben sie gleich noch irgendwie mega lange gebraucht, bis eine Prüfung angefangen hat. Aber der Lemmy ist eigentlich schön ruhig geblieben, auch wenn wir da eigentlich sehr, sehr langsam Schritt geritten. Ich habe ihn dann rückwärts gerichtet. Er hat noch ein bisschen schiessen, aber ja, ich mich da eigentlich nicht rausbringen. Ich habe ihn kurz gesätschelt. Dann sind wir auch schon angaloppiert und man sieht, mittlerweile checkt er das sehr gut, dass wenn man rückwärts sieht, dass es dann losgeht. Also er, ohne dass ich viel mache, galoppiert er ziemlich schnell los. Dann ist es dort hinter all den Bäumen übers Eis gegangen, sieht man gerade nicht. Dann ist es vorne eine gebrochene Linie. Aufs 2, das ist mit Bonnenochser. Dann bin ich hier auch vor durch, gibt eine schöne Wendung. Aufs 3. Dann wieder eine gebrochene Linie gegen hinten, dort aufs 4. Wenn ihr noch gesehen, dann bin ich eben dort hinter dem Baum drüber, man hätte vor drüber können auf den Doppel, aber es hat nicht so viel ausgemacht. Es ist schön mit 2 Galoppschritten rausgesprungen und dann geradeaus weiter auf 6. Dann hier bin ich auch vor drüber. Der Stelle dort war ein bisschen höher und ich bin ein bisschen zu wenig geritten und dann ja, ist leider die Stange gekommen. Aber ich bin trotzdem weiter geritten, weil
Ich war von durch immer sieht, dass du mit strengen noch klassiert bist. Der Ring war jetzt 80. Ja, ich bin schön dort alles zustellen, schön im Fluss. Dann kam es 9 Uhr und noch einmal der Auffallungssocher als letztes etwas schräg, aber hat super gesprungen. Und da wir eben, es hat 1 Uhr gegeben und die restlichen hatten alle 4 Punkte gehabt, und da wir die zweitschnellste Zeit mit 4 Punkten hatten, waren wir dann sogar klassiert gewesen. Und zwar als Dritte und da im FN, also in den FN-Prüfungen 50% klassiert werden, sind von 6 Startenden demnach 3 klassiert und wir waren noch gerade als Dritte klassiert gewesen. Und ob ich sie gehe, ist es dann wieder relativ lang gegangen, weil dann hat er dann hier nicht mehr so stehen und sie haben die Musik nicht gerade gefunden und dann sie schon losgeht und so. Und dann, was los ist gegangen, ist er dann auch glücklich gewesen. Und da wir im letzten Jahr schon eine Klassierung für das Finale gesammelt haben und jetzt wieder eine, haben wir jetzt schon 2 Klassierungen und am Schluss brauchen wir bis zum Anmeldeschluss vom Finale 4 Klassierungen, dass man sich für das Freiberger-Finale qualifiziert. Und ich bin sehr froh, haben wir jetzt die Hälfte eigentlich schon erreicht nach der ersten Freiberger-Prüfung dieses Jahr. Dann geht es weiter mit dem zweiten Umgang. Es war ein Zwei-Phasen-Springen. Wiederum über 90 cm. Das ist jedes Mal gleich in der FM3. Außer im Finale. Dann ist es hier so dort der Hauptstrasse nach über das 1 losgegangen. Gebrochene Linie aufs 2. Wie man sieht, hat er hier so ein bisschen bremsen. Aber dann ist er wieder schön. Er schaut meistens so den ersten oder die ersten zwei Sprünge laut, aber das haben meine Trainerin auch schon gemerkt und hat gesagt, jo, es ist einfach, also wir wären nicht darauf eingestellt, dass wir springen, aber da kann man eigentlich nicht viel ändern. Dann ist es hier vorne, bei der geraden Linie, schon gegangen, aufs 5. Dann bin ich hier, trotz der zwei Phase, bin ich gleich vordere. Dann, wo es die schönere Wendung ist, halt aufs 6. Dann hat man hier so fast ein bisschen seitwärts verschieben, dass man gerade auf den Doppel gekommen ist. Das war ein bisschen komisch, aber wir haben das einigermaßen gelöst. Dann war dort die Wendung aufs 8. und dann ist die zweite Phase losgegangen. Hier aufs 9. Dann da schnell abgewendet über den 8. aufs 10. Jetzt schon nur ein Gramm vom Grad, aber es hat super gelöst. Dann sind wir so schnell wie möglich hingern. Über das 11. und dann geht eine sehr enge Wendung, also ich 360 Grad nennen, für hier über das 12. Dann sind wir hier vorne und dann irgendwie bin ich nicht ganz so gekommen, wie ich wollte, viel zu schräg, und dann ist leider die erste Stange noch geht. Es hat dann im zweiten Umgang genau 3 Doppel-Null gegeben und es hat uns dann leider nicht gelangt für die Klassierung. Aber gleich sind wir sehr glücklich mit dem Lemming, dass es so gut gegangen ist und unser Ziel war schon eine Klassierung und eigentlich nicht zwei, wo im FM3 ist schon meistens die Konkurrenz ziemlich stark und es ist recht schwierig, sich dort zu klassieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben und lasst vielleicht sogar ein Abo da. Und ich freue mich schon auf das nächste Video. In diesem Sinne, tschüss. Und bis zum nächsten Mal.